In diesem Video werden die grundlegenden Unterschiede zwischen moderner Scantechnik und Digitalkameras erklärt. Am Ende dieses Videos wird der Zuschauer nicht nur verstehen, wie die verschiedenen Technologien funktionieren, sondern auch in der Lage sein, die richtige Ausrüstung für ein Digitalisierungsprojekt auszuwählen. Beginnen wir also mit einigen Grundlagen. Wie funktioniert das menschliche Auge? Das menschliche Auge ist für drei verschiedene Farben empfindlich, die sogenannten Primärfarben, Rot, Grün und Blau. Man kann jede für das menschliche Auge sichtbare Farbe nachbilden, indem man die Intensität dieser Grundfarben erfasst. Wie kann man die drei Grundfarben erfassen? Es gibt verschiedene Technologien, die verwendet werden können, aber alle digitalen Technologien haben eine Sache gemeinsam. Sie bestehen aus einer Anordnung lichtempfindlicher Elemente, die Pixel genannt werden und mit dem Bild des Objekts belichtet werden. Wenn diese lichtempfindlichen Pixel mit einem Farbfilter bedeckt sind, erfassen sie rotes, grünes oder blaues Licht, aber kein Pixel kann alle Farben gleichzeitig erfassen. In fast allen Scannern wird ein trilinearer Sensor verwendet. Dieser spezielle Sensor hat 7500 rot-, grün- und blau-empfindliche Pixel, die in drei Zeilen nebeneinander angeordnet sind. Einige Scanner benötigen aufgrund ihrer langsamen Hardware eine vierte Zeile ohne Farbfilter, um das Scannen in Graustufen zu beschleunigen. Wie funktioniert eigentlich ein Scanner? Scanner werden eingesetzt, wenn sich das Bild eines zu scannenden Objekts während der Aufnahme nicht verändert. Entweder wird das Objekt unter der Scanzeile bewegt, oder die Scanzeile wird über das Objekt bewegt. Die Dokumentenbreite, die ein Scanner erfassen kann, ist durch die Größe des Sensors limitiert, in der Länge konstruktionsbedingt aber unlimitiert. Scanner scannen ein Bild zeilenweise und erfassen das Bild in allen drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau. Lassen Sie uns anschauen, wie ein Bild von einem Scanner erfasst wird. In diesem Beispiel haben wir das Zeichen H, gefolgt von einem Punkt, in hellgrau auf weißem Hintergrund. Zeile für Zeile wird die Intensität des Bildes gleichzeitig durch den roten, grünen und blauen Kanal erfasst. Am Ende des Prozesses haben wir drei Bildebenen, eine für jede Farbe und alle in voller Auflösung. Im nächsten Schritt werden die roten, grünen und blauen Bildebenen zu einer 24-Bit-RGB-Ebene kombiniert. Und das korrekte Bild des Originals wird wiederhergestellt. Dies ist die grundlegende Technologie, die von allen Scanneranbietern verwendet wird. Egal, ob Sie kleine oder große Dokumente, Kunstwerke, Stoffe oder etwas anderes scannen, das sich während des Scanvorgangs nicht verändert. Diese Scantechnologie wird auch in Einzugsscannern, Flachbett- und Überkopfscannern verwendet. Kann eine Digitalkamera einen echten Scanner ersetzen? Wenn Sie die beste Qualität wünschen, lautet die Antwort, nein, da Digitalkameras starke Einschränkungen haben. Trotzdem verwenden einige Anbieter Kameras, um Bilder von einem Buch zu machen, anstatt einen echten Scan zu erstellen. Sie nennen diese Produkte immer noch Buchscanner, obwohl sie korrekterweise als Buchkameras bezeichnet werden sollten. Es mag wie Erbsenzählerei klingen, aber es gibt fundamentale Unterschiede, die ein Anwender verstehen muss, bevor er die Entscheidung trifft, ob die begrenzte Qualität einer Digitalkamera die Qualität liefern kann, die für sein Digitalisierungsprojekt benötigt wird. Technologie von Digitalkameras. Digitalkameras haben eine feste Größe von Pixel, und da alle farbempfindlichen Pixel nebeneinander ausgerichtet sein müssen, verwenden sie eine Anordnung von rot-, grün- und blauempfindlichen Pixeln in einem Mosaik, das als Bayer-Pattern bezeichnet wird. Dabei ist zu beachten, dass die Anzahl der grünen Pixel doppelt so groß ist wie die Anzahl der roten oder blauen Pixel. Dies beruht auf der Tatsache, dass unser Auge für grün empfindlicher ist, als für rot und blau. Die Evolution hat unser Sehvermögen geformt, und der Mensch hat sich einen evolutionären Vorsprung verschafft, während er über Millionen von Jahren in der grünen Umgebung der Wälder lebte. Zurück zu den heutigen Technologien und wie sie sich unterscheiden. Werfen wir zunächst einen Blick darauf, wie eine Kamera ein Bild aufnimmt. Die Bayer-Pattern-Interpolation. Wir beginnen mit dem Buchstaben H, gefolgt von einem Punkt, auf einem 8x8 Pixel großen Feld. Die vom Bayer-Pattern abgedeckten Pixel werden folgendermaßen belichtet.
Da alle farbempfindlichen Pixel nebeneinander liegen, gibt es keine Möglichkeit, die Werte aller drei Primärfarben eines einzelnen Pixels genau zu erfassen. Es wird ein Prozess namens Interpolation angewandt, der im Grunde die beiden fehlenden Farbinformationen zu jedem Pixel hinzufügt. Dies geschieht durch Mittelwertbildung der Farbwerte der benachbarten Pixel. Nach diesem Schritt werden einige sehr spezielle Algorithmen angewandt, die von den meisten Anbietern als Technologiegeheimnis betrachtet werden. Was auch immer sie tun, einige Details des Bildes gehen bei der Interpolation verloren. Beachten Sie, dass dies bei unserem Scan nicht passiert ist. Ist Interpolation wirklich so schlimm? Schauen wir uns an, wie es sich auf ein weniger detailliertes Original auswirkt. Dieses graue 36-Pixel-Quadrat auf einem weißen Hintergrund wird folgendermaßen erfasst. Nach dem ersten Schritt der bilinearen Interpolation werden spezielle Glättungsalgorithmen angewendet. Das Original ist erkennbar, allerdings sind die Kanten unscharf. Vergleichen Sie dies mit den Ergebnissen eines echten Scans, der mit einem trilinearen Sensor durchgeführt wurde. Ein knackiges, scharfes und detailreiches Bild ist das Ergebnis eines Scans mit der gleichen Auflösung. Weitere Unterschiede zwischen einem Scanner und einer Kamera. Wie wir sehen können, muss ein Bayer-Sensor viel größer sein als ein trilinearer Sensor mit der gleichen Anzahl von Pixeln in der Breite. Der Bayer-Sensor braucht auch ein größeres Objektiv als der lineare Sensor. Außerdem muss das Objektiv in alle Richtungen eine hohe Qualität aufweisen, während das Objektiv für einen linearen Sensor so gedreht werden kann, dass nur der beste Bereich über der Mitte genutzt wird. Deswegen sind Digitalkameras deutlich teurer als Scannerkameras, wenn sie die gleiche Auflösung und Pixelgröße haben. Wie viel Auflösung bekommen wir? Eine typische 70-Megapixel-Digitalkamera hat 35 Millionen grüne und 17,5 Millionen rote und blaue Pixel. Im Vergleich dazu hat ein typischer Image Access Buchscanner 7500 Pixel in der Breite und scannt 10.000 Zeilen. Wenn wir die Pixel so zählen, wie es Digitalkameras tun, würde dies einer Kamera mit 225 Megapixeln entsprechen. Vergleichen wir nun Bilder aus der realen Welt mit realen Scans. Ein Bild von diesem Firmenlogo hat drei Farbebenen, Rot, Grün und Blau. Nachdem diese interpoliert und mit inhaltsverändernden Algorithmen bereinigt wurden, sieht das Ergebnis folgendermaßen aus. Ein Scanner scannt zunächst alle roten Pixel, fügt die grünen Pixel hinzu, gefolgt von den blauen Pixel, um das endgültige Bild ohne Interpolation und mit sehr wenigen Artefakten zu erhalten. Beide Bilder haben die gleiche Auflösung, und auf den ersten Blick sehen sie ziemlich ähnlich aus. In Wirklichkeit unterscheiden sie sich aber erheblich in Qualität und Schärfe, wie man bei einer Vergrößerung sehen kann. Fazit: Benutzen Sie die richtige Technik. Digitalkameras sind darauf ausgelegt, schöne Bilder zu machen. Scanner sind darauf ausgelegt, Dokumente auf höchstem Niveau zu scannen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Video genommen haben.